Oh. Live, live, live ist live. Wie sieht's denn aus, Freunde? Bin ich schon live? So, der Countdown ist schon fast abgelaufen, kriege ich gerade die Benachrichtigung. Oh, mein Bruder, Tobi. Ach, Brigitte, ach Mensch, jetzt muss ich natürlich, jetzt habe ich einmal angefangen, die Namen vorzulesen. Jetzt muss ich erstmal alle 387.000 Namen vorlesen. Ach, ist das schön. Nadine, hallo, Servus. Ach, schön. Ja, ich weiß gar nicht, wie schnell man hier anfängt, aber zumindest, ich kann ja noch mal irgendwie eine halbe Minute quatschen, damit auch alle irgendwie da sind. Ich habe das eben, ich bin jetzt zum ersten Mal live hier irgendwie auf Facebook. Ich habe es schon jetzt zweimal gemacht auf Instagram, aber jetzt war ich eben schon gerade live und da habe ich den Bildschirm irgendwie gedreht und dann dachte ich mir, oh nein, während der Aufnahme kann man nicht mehr drehen. Wie auch immer. Also, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an hier. Was macht man denn eigentlich so? Ich bin ehrlich gesagt genauso aufgeregt, wirklich ohne Scherz, wie als wenn ich jetzt vor 45.000 Menschen irgendwo in Oberhausen auf der Bühne stehe. Es ist komisch, weil ich sehe euch nicht, aber ihr seht mich und ich sehe auch, dass es schon einige sind. Also ich will gar nicht so lange jetzt reden. Ich spiele nämlich jetzt einfach mal meinen ersten Titel. Und ja, ich habe euch gefragt, wie sieht's aus? Was wünscht ihr euch von mir? Welche Titel? Und da stand ganz oben auf der Liste, wenn ich alt bin. Also, oh, ist das aufregend. Ich kann das gar nicht sehen. So. Jetzt. Könnt ihr mich hören? Ich fühle mich seit Jahren schon wie 20. Die Zeit vergeht, das weiß ich. Und auch das. Diese Welt voll Wunder ist. Und wer mich fragt, dem sag ich nur, komm, tu es. Und wart nicht drauf, mach du es. Risiko, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn ich in den Spiegel schau, dann weiß ich ganz genau, man muss geben. Wenn man das Leben leben will. Puh! Wenn ich alt bin, will ich sagen, ich hab alles ausprobiert. Ich kann siegen, ich kann lieben und hab gelernt, wie man verliert. Ganz egal, ich bin dabei. Ich lebe jeden Tag das Leben und ich weiß, manchmal geht's zu schnell vorbei. Ich glaub daran, man muss sich nicht verbiegen. Bleib dir treu, dann wirst du siegen. Ganz egal, was es ist, wofür du lebst. Und jetzt und auch in 100 Jahren wird es nicht anders sein. Man muss geben, wenn man das Leben leben will. Wenn ich alt bin, will ich sagen, ich hab alles ausprobiert. Ich kann siegen, ich kann lieben und hab gelernt, wie man verliert. Ganz egal, ich bin dabei. Ich leb jeden Tag das Leben. Und ich weiß, manchmal geht's zu schnell vorbei. Manch einer muss über Leichen gehen,
Doch das ist nicht mein Ding. Ich denke mir, das krieg ich auch anders hin. Und alle, wenn ich alt bin, will ich sagen, ich hab alles ausprobiert. Ich kann siegen, ich kann lieben und hab gelernt, wie man verliert. Ganz egal, ich bin dabei. Ich leb jeden Tag das Leben und ich weiß, manchmal geht's zu schnell vorbei. Und ich weiß, manchmal geht's zu schnell vorbei. Ja, danke schön für diesen herrlichen Applaus. Also ja, wie gesagt, es ist schon ein komisches Gefühl, denn man kann es nicht sehen, aber also ich sehe ja hier, wer alles so reinschaut. Aber habt ihr mir denn schon irgendwelche Fragen gestellt? Weil das kann ich hier an meinem Telefon überhaupt nicht sehen. Ich sehe hier nur, wer zusieht, aber Fragen kann ich nicht sehen. Habt ihr denn da irgendwie was? Manchmal ist es ja so, ich werde ja oft irgendwie gefragt, ja Mensch, wie ist das denn, wenn man Lampenfieber hat? Hast du Lampenfieber? Und dann sage ich immer, ich habe tierisch Lampenfieber. Und ich habe dann immer hier sozusagen meine Bachblütenbonbons. Es ist jetzt, glaube ich, spiegelverkehrt. Die nehme ich immer eine halbe Stunde vorher. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wirkt es auch nicht, aber irgendwie bei mir, ja, bei mir scheint es irgendwie zu wirken. Es macht auf jeden Fall, ja, Sinn. So, ihr seht hinter mir, die Sonne ist schon fast untergegangen. Und ja, ich muss ja sagen, ich habe ja heute früh, das ist immer das Schöne, so bei Familien. Ich habe heute früh schon Sonja Liebing angerufen, weil die war ja gestern dran. Und die habe ich nochmal gefragt, sag mal, wie ist das denn überhaupt jetzt heute hier mit diesem Konzert? Was muss ich denn alles machen? Und ich glaube, wir haben 2 Stunden darüber geredet, was man alles hier in diesen ja, 25 Minuten oder sowas alles macht. Also, liebe Sonja, danke schon mal. Danke schon mal dafür. Ja, was sind denn so eure Fragen? Also, ich kann hier, ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache oder sowas. Ich kann nur Sachen sehen. Vielleicht hilft mir irgendjemand. Ich kann irgendwie nur Sachen sehen, die hier... also keine Fragen. Ich kann eure Kommentare gar nicht sehen. Ich bin aber zu blöd, irgendwie hier mit umzugehen, wie man das macht. Aber da erreicht mich soeben eine Frage. oh, wie waren deine Ostertage? Ja, also ich muss sagen, generell meine Ostertage... es war harmonisch. Normalerweise muss ich sagen, wir fahren immer so mit 4, 5 Familien weg auf einen schönen Bauernhof in der Nähe der Ostsee. Und das konnten wir dieses Jahr leider nicht machen. Das ist schon ein komisches Gefühl, weil man hat das schon so seit vielen, vielen Jahren, dass wir so, ja, zusammen ist so eine Gemeinschaft, dass wir da hinreisen. Und das war jetzt halt diesmal nicht. Ich denke mal, euch geht das ja bestimmt auch so, dass ihr euch schon so auf Sachen gefreut habt und die jetzt einfach nicht so richtig umsetzen könnt. Das ist natürlich ja total blöd, muss man sagen. Ich wollte eigentlich heute auch nicht so über dieses Thema reden mit Corona, dass wir alle zu Hause bleiben müssen. Das wisst ihr jetzt, denke ich mal, sowieso schon. Aber es ist schon irgendwie ein lustiges Gefühl, wie man sich doch jetzt so auch so um seine Familie kümmern kann. Ich stehe morgens sowieso trotzdem immer um 7 Uhr oder 7.30 Uhr auf und bin dann schon irgendwie am, keine Ahnung, Monopoly spielen oder irgendwie sowas.
Skippo, also ich habe die ganzen Dinger schon durch. Es ist schon, ja, es ist schon irgendwie eine komische Zeit. Und man muss auch sagen, der Garten, der sieht immer, immer besser aus. Also es ist auch komisch. Normalerweise, wenn ich jetzt einen Auftritt oder sowas habe, dann ist man schon irgendwie 2 Stunden vorm Auftritt mindestens denn da und hat Soundcheck und keine Ahnung was gemacht. Und hier ist es so, ich stand irgendwie noch um 8:05 unter der Dusche und schwupps, also davor war ich eigentlich noch im Garten und habe irgendwelche Sachen verlegt. Ist egal, ihr wollt das gar nicht wissen. Aber ich wollte noch mal sagen, und da komme ich jetzt zu meinem nächsten Titel, weil ja, ich habe euch gefragt, was würdet ihr gerne hören? Und ein Titel kam halt auch sehr oft, war gewünscht. Eigentlich ist das ein Liebeslied, aber er passt auch jetzt so in diese Zeit. Denn der Titel, ich kann es jetzt schon mal verraten, der Titel heißt Regen. Und er sagt ja aus, auch wenn es regnet, dann, also gerade wenn es regnet, also wenn schlechte Zeiten kommen, dann bin ich für dich da. So, und den singe ich euch jetzt. Regen. Oh yeah. Ich hab dir immer schon gesagt, dass mit jedem kleinen Lächeln meine Welt vollkommen ist. Und du hast immer schon gewusst, dass mit jedem neuen Tag meine Welt vollkommen ist. Und ich sag leis in dein Ohr, ich bin immer alle Zeiten für dich da. Und wenn der Regen vom Himmel fällt, dann bin ich da für dich wie ein Stern am Himmelszelt. Und wenn der Regen vom Himmel fällt, dann will ich sagen, ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. Ich weiß mit jedem Augenblick, es gibt keinen Weg zurück. Mein Herz schlägt nur für dich. Und lieg ich neben dir ganz nah, und wenn ich deinen Atem spür, dann ist mir sonnenklar. Dann sag ich leis in dein Ohr, ich bin immer alle Zeiten für dich da. Und wenn der Regen vom Himmel fällt, dann bin ich da für dich wie ein Stern am Himmelszelt. Und wenn der Regen vom Himmel fällt, dann will ich sagen, ich geh mit dir bis ans Ende der Welt. Ich weiß mit jedem Augenblick, mein Herz schlägt nur für dich, solange die Welt sich dreht. Oh.
dann bin ich da für dich, wie ein Stern am Himmelszelt. Und wenn der Regen vom Himmel fällt, dann will ich sagen, ich geh mit dir bis ans Ende der Welt. Ja, was soll ich sagen? Da wird einen schon ein kleines bisschen warm ums Herz. Ich sag einfach mal so, Prost in die Runde. So. Also, ja, das war mein Titel Regen. Ehrlich gesagt, man kommt gar nicht so oft dazu, diesen Titel zu singen, weil das ist natürlich so eine Ballade. Meistens hat man ja Auftritte, das ist dann so eine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Da muss man dann auch schon halt auch so die Partynummern loslassen. Und deswegen, wenn man dann halt Balladen singt, dann sind es halt ja meistens die gleichen, die ihr aber natürlich auch hören wollt. Ist ja logisch. Ja, ich kriege gerade hier die Frage, schreibst du neue Songs? Also ich kann natürlich sagen, ich schreibe unentwegt. Ich schreibe eigentlich immer neue Songs, denn man hat natürlich auch immer wieder Ideen. Und man wacht morgens auf. Und da muss ich manchmal, dann summe ich halt so irgendwie in mein Telefon rein. Und will natürlich niemand anderen wach machen. Das ist schon immer ganz lustig. Ja, und so schreibe ich dann halt auch meine Lieder. Und dann setze ich mich irgendwann hin und schreibe halt einen Text dazu. Ich schreibe auch meistens schon gleich den kompletten Text. Weil ich hab gemerkt, früher habe ich nur immer so kleine Teile, so Bruchstücke geschrieben. Und dann ist man irgendwann gar nicht mehr so in der Stimmung. Dann kann man gar nicht wieder so wieder zurück in dieses Lied rein. Und ja, deswegen mache ich das jetzt immer nur so. Und natürlich neue Songs. Ich glaube zu ahnen, dass es bestimmt bald, ziemlich bald, Neuigkeiten gibt. Aber ich kann natürlich auch schon verraten, mein Album, so wie es geplant ist, das ist natürlich, steht in den Sternen, sage ich jetzt mal. Ich kann es nicht sagen, ob es dieses Jahr noch rauskommt. Kommt es am Ende des Jahres, kommt es doch so wie geplant früher raus? Ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall Songs geschrieben. Ich habe ein paar ganz, ganz tolle Überraschungen für euch am Start. Und das wird garantiert wirklich richtig gut. Und ihr könnt euch schon wirklich sehr, sehr freuen. Ja, ansonsten werde ich gefragt, ob mir die Live-Auftritte fehlen. Natürlich. Also ich meine, wir sind alle Künstler. Wir leben davon, dass wir euch sehen, dass wir mit euch irgendwelche Sachen machen und natürlich auch auf der Bühne stehen und euren Applaus. Also mir fehlt ganz, ganz, ganz besonders euer Applaus und die ganzen Gespräche, die man immer zu den Auftritten hatte, weil ihr wisst das ja auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr fannah und es gibt nichts Schlimmeres als, also jetzt ist es noch was anderes, aber hier, man kriegt ja nichts in dem Sinne zurück. Und das ist natürlich viel, viel, viel zu indirekt. Aber was ich auch gut finde, dass jetzt halt alle Künstler in allen Bereichen jetzt natürlich auch hier ihre Zuhause-Konzerte machen. Und ja, das ist einfach schön, auch für euch, weil ihr wisst dann einfach auch ein kleines bisschen, ihr kriegt einen Einblick zum Beispiel in jedes Zuhause. So ein bisschen, jeder zeigt ja ein paar andere Sachen. Der eine liegt im Garten, der andere steht im Treppenhaus oder liegt im Pool, wie auch immer. Und ich zeige euch jetzt hier ein Stück von unserem, ja,
Esszimmer. Nennen wir es mal Esszimmer. Es ist hier alles, es geht alles in eins über. Esszimmer, Wohnzimmer, Klo. Ah nee, Quatsch, nee, Klo haben wir es jetzt hier nicht. Das ist denn doch da drüben. Was habe ich denn hier noch für Fragen? Wie bist du zur Musik gekommen? Ja, das ist natürlich eine ganz gute Frage. Es hat auf jeden Fall schon ziemlich lange angefangen. Denn mein Vater war sehr musikalisch. Oder besser gesagt, er ist immer noch musikalisch. Er selbst hatte damals auch eine Band mit Hugo Egon Balder. Und sie sind jetzt auch noch beste Freunde. Auf jeden Fall hatte dann irgendwann die Mutter meines Vaters gesagt, Klaus, du musst was Richtiges machen. Er hat einen Obst- und Gemüseladen gehabt und hatte aber hinten immer noch so in einem Raum sein Schlagzeug zu stehen. Und wir Kinder und mein Vater, wir haben halt ab und zu rumgejammt. Und da existieren auch noch ein paar Bänder. Allerdings, ich habe sie leider nicht. Ich muss mal meinen Vater fragen, ob der sowas noch auskramen kann. Auf jeden Fall, ja, bin ich so halt schon ein bisschen musikalisch aufgewachsen. Und dann kam diese Karaoke-Zeit. Da habe ich dann in Spanien im Urlaub in einer Karaoke-Bar gesungen. Also mein Vater war zuerst dran. Dann hat er gesagt, komm, mach das doch mal. Ist total einfach. Jetzt rede ich hier schon mit Ruhrpott-Akzent. Nein, wir sind ja Berliner. Auf jeden Fall hat er gesagt, komm, sing doch auch mal. So. Und dann habe ich mich hingestellt und habe Yesterday von den Beatles gesungen. Und das war voll das geile, also coole Gefühl, weil die Leute haben applaudiert und so. Und das war für mich irgendwie so, eine ganz neue Erfahrung. Ich habe dann gleich noch einen anderen Titel gesungen. Da habe ich dann aber voll verkackt. Ist egal. Aber auf jeden Fall hatte sich mein Vater nach diesem Urlaub eine Karaoke-Anlage geholt. Und damals waren das alles noch so Laser-Karaoke von Pioneer. Da haben irgendwie 10 Lieder 500 Mark gekostet. Und das war alles unfassbar teuer. Und dadurch, dass es mein Vater war, hatte ich natürlich die Playbacks. Und ich konnte immer schön üben und habe wirklich, also ich habe gemerkt, das ist mein Leben. Ich habe natürlich auch einen normalen Job gelernt. Ich bin gelernter Industriemechaniker für Maschinen- und Systemtechnik. Ein langer Name für einen etwas kürzeren Begriff, Schlosser. Und ja, und so kam ich dann halt durch dieses Karaoke zur Musik, habe nebenbei noch gearbeitet. Ich habe dann später bei IBM gearbeitet und habe da Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker gebaut. Und parallel dazu war ich damals schon unter dem Namen Luca in der ZDF-Hitparade. Und das war natürlich eine sehr lustige Zeit, weil das irgendwie alles so komisch. Erst baue ich Geldautomaten und dann auf einmal am Wochenende ist man in der ZDF-Hitparade oder auf Tour. Das war schon echt eine ziemlich coole und lustige Zeit. Ja, und seitdem mache ich Musik. Ich habe dann irgendwann aufgehört mit dem normalen Arbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, die Musik bringt mir viel mehr und es ist einfach, ja, es ist mein Leben. Und dass ich eigentlich Songs schreibe, das hat sich so später erst rauskristallisiert, weil ich habe erst dann, also später angefangen so mit Chöre, Singen und dann habe ich damals ganz, also alle Lieder eigentlich seit 1996 für Christina Bach, Brunner und Brunner und wie sie nicht alle heißen, Nick P. und also alles Mögliche gesungen. Und das schult natürlich auch. Also durch diese ganzen verschiedenen Stimmen, die man als Chorsänger singt, kriegt man natürlich auch noch ein ganz anderes Gefühl für die Musik. Ich muss gestehen, ich bin Autodidakt. Ich kann überhaupt keine Noten lesen. Aber das braucht man auch gar nicht. Ich fühle das. Und mir macht es bis heute Spaß und es ist einfach auch ein tolles Gefühl zu sehen, also wen man auch alles so kennenlernt. Ja, also das ist ja, ich kenne so viele in dieser Branche auch übergreifend. Also ich habe auch schon mit Jennifer Rush im Studio gearbeitet und das hat sich eigentlich bis heute noch gehalten, diese Freundschaft, dass sie ab und zu mir mal eine Mail schreibt und sagt, oh Mitch, ich spiele wieder in Germany und würde gerne ein Lied aufnehmen. Und
dann mache ich das auch noch für sie. Also ich finde das toll, was da alles so gewachsen ist in dieser ganzen Zeit. Ja, habe ich denn überhaupt noch Zeit? Jetzt ist ja, ich habe ganz schön viel gequatscht, oder? Auch sehr, sehr gerne gewünscht und natürlich für diese Zeit auch sehr, sehr passend. Ein Titel, der vielen, vielen Leuten Hoffnung macht. Es war noch keine Single, wird wahrscheinlich auch keine Single, aber ich finde gerade auch in dieser Zeit ein ganz, ganz toller Titel, nämlich Engel. Und ich hoffe, ihr macht jetzt auch mit. Alright! Ich schick dir ein Engel mitten in dein Herz hinein. Ich schick dir ein Engel mitten in dein Herz. Du gehst die Straße lang und alles fühlt sich so an, als reifst du ganz allein irgendwo im Ozean. Kein Rettungsboot in Sicht, eine Insel siehst du nicht. Und der Gegenwind, er weht dir ins Gesicht. Glaubst du auch manchmal nicht an dich? Die Welt, sie dreht sich ohne dich. Dann atme ganz tief ein, denn du bist nicht allein. Ich schick dir ein Engel mitten in dein Herz hinein. Ich schick dir ein Engel, er soll immer bei dir sein. Wenn du mal nicht glücklich bist, heilt er jeden Schmerz. Ich schick dir ein Engel mitten in dein Herz. Irgendwann da kommt dein Tag, ist nur eine Frage der Zeit. Wach auf aus deinem Schlaf und sei bereit. Schau den Tag mit einem Lächeln an und denke immer daran. Mit Träumen und einem Ziel fängt alles an. Selbst wenn nicht alles gleich passiert, du weißt, dass auch das Pech verliert. Dann atme ganz tief ein, denn du bist nicht allein. Ich schick dir ein Engel mitten in dein Herz hinein. Ich schick dir ein Engel, er soll immer bei dir sein. Wenn du mal nicht glücklich bist, heilt er jeden Schmerz. Ich schick dir ein Engel mitten in dein Herz. Glaubst du auch manchmal nicht an dich? Die Welt, sie dreht sich ohne dich. Dann atme ganz tief ein, denn du bist nicht allein. Ich schick dir ein Engel mitten in dein Herz hinein. Ich schick dir ein Engel, er soll immer bei dir sein. Wenn du mal nicht glücklich bist, heilt er jeden Schmerz. Ich schick dir ein Engel mitten in dein Herz. Ich schick dir ein Engel. Ich schick dir ein Engel. Ja, danke schön, vielen, vielen Dank. Ich guck mal ganz kurz, was habe ich denn hier noch? Was habe ich denn noch für Fragen? Was ist dein Lieblingsessen zum Beispiel? Ich habe jetzt hier ein Blatt Papier
bekommen, weil das ist total schade. Ich kann so gar nicht jetzt auf jede Frage irgendwie so eingehen oder sowas. Und deswegen, ich habe aber trotzdem hier ein Blatt Papier. Was ist dein Lieblingsessen? Also jeder, der mich kennt, ich esse total gerne und ich koche auch sehr gerne. Ob es schmeckt, gut, das kann meine Familie besser beurteilen. Aber zumindest muss ich jedes Jahr immer wieder meinen Kartoffelsalat machen. Ansonsten, also jeder, der mich kennt, ich bin ein Schnitzel-Fan. Aber wirklich vom Feinsten. Also eigentlich müsste mein Zweitname Schnitzel heißen. Mitch Schnitzel-Keller. Es ist einfach, wenn ich immer meine Motorradtour zum Beispiel mache, dann fahren wir durch alle möglichen Länder und Städte und ich esse überall, glaube ich, immer nur Schnitzel. Ja, aber es schmeckt auch überall anders. Ja, das haben wir. Ansonsten, hast du schon mal den Text vergessen? Das ist natürlich eine sehr gute Frage und ich glaube, wir alle vergessen immer wieder den Text. Also manchmal sind es ja nur Bruchstücke und das ist halt so, wenn man Auftritte hat, du siehst das Publikum und du manchmal fällt irgendjemand auf und dann manchmal ist es lustig, manchmal ist es traurig oder manchmal, keine Ahnung, geht ein Glas kaputt und da wirst du sozusagen, dein Gehirn wird abgelenkt und auf einmal ist man manchmal, selbst bei Liedern, die man schon voll krass oft gesungen hat, ist es so, du hast ja manchmal einen Texthänger. Meistens mache ich das so, dass ich mir dann schnell irgendwie so einen Augenblick irgendwas mir einfallen lasse in dem Moment. Was natürlich, also die, die meine Lieder kennen, merken das, weil normalerweise singe ich immer ziemlich deutlich. Und wenn ich manchmal nuschel, dann wisst ihr, ah, jetzt hat er sich versungen. Ja, also auf jeden Fall dazu nochmal, wir alle Künstler, wir vergessen ab und zu immer mal den Text. So, auf jeden Fall, was haben wir denn hier? Ach, liebe Grüße vom ganzen Koller-Event-Team. Ach Mensch, ist ja lieb. So viele Menschen schauen zu. Ich grüße euch natürlich auch. Alle ganz, ganz doll zurück. Und ich hoffe, es ist nicht zu langweilig mit mir. Und ich würde mal sagen, jetzt bin ich schon seit 35 Minuten oder sowas online. Natürlich singe ich euch gerne noch einen Titel. Ja, und der Titel, der am meisten von euch gewünscht wurde, der dreimal dürft ihr raten, ist natürlich Zuhause. Nicht nur die Message bleibt zu Hause, sondern halt auch Zuhause ist ein Titel, mit dem habe ich einfach so viel Sachen erlebt. Eine Sache muss ich noch ganz kurz, bevor ich ihn singe, muss ich noch sagen, weil das ist für mich eigentlich so der krasseste Moment. Ihr fragt mich auch manchmal, was war der krasseste Moment in deinem Künstlerdasein? Und einer der krassesten Momente war wirklich, ich war bei den Olé-Shows und war sozusagen der Erste, der da angefangen hat. Ja, das war in Oberhausen, 45.000 Menschen. Und ich sage zu Markus Krampe, dem Chef, dem Veranstalter, da sage ich so, Markus, ich muss hier heute eine Ballade singen. Ja, meine neue Single zu Hause. Und da guckt er mich so mitleidig an und sagt so, naja, musst du wissen. Und das war für mich so, ich habe es davor noch nie live gesungen. Und dann bin ich da raus und dadurch, dass natürlich die Leute den Titel auf Englisch schon so gut kennen, haben die dann halt auch noch, da gab es dann auch noch eine TV-Kampagne, also zumindest die Leute kannten den Titel und die haben so krass mitgemacht und also ich krieg heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke und das, die Sache war die, ich war mit meinem Auftritt fertig und musste direkt nach Berlin fliegen, ja, das war alles eine wirklich mit einer Stecknadel gestrickt. Noch vom Taxi, vom Flughafen habe ich mich direkt schon wieder umgezogen, habe schon mein In-Ear reingemacht, bin dann raus und bin nach Berlin zur Schlagernacht des Jahres
Und habe da auch noch mal vor, ich weiß nicht, 20.000 Leuten gesungen. Auch noch mal dieses Programm. Das heißt, es waren auch schon mal in meiner Heimat Berlin. Es war so krass, so an einem Tag zwei solcher Momente zu erleben. Und das war auch wirklich einer der schönsten Momente oder Auftritte, die ich so erleben konnte, weil natürlich auch so viele Menschen auf einmal da waren. Man ist da wie in so einem Traum. Aber jetzt für euch mit dem goldenen Mikrofon von Helene Fischer. Ah nee, Quatsch. Eigentlich wollte ich vorhin hier noch mit diesem Mikrofon so ein paar Späße machen oder sowas, aber ja, jetzt brauche ich das auch nicht mehr machen. Für euch, und ich hoffe, ihr zu Hause macht jetzt auch so gut mit, wie als wenn wir uns irgendwo sehen. Ihr wisst ja schon, mit den Armen wackeln und so weiter und so fort. Für euch, mit euch zu Hause. Ich spiel das Spiel des Lebens, erwarte oft nicht viel, hab die Welt umsegelt und war doch nie am Ziel. Auf der großen Suche von Sehnsucht navigiert, die Antwort lag viel näher, das hab ich jetzt kapiert. Und ihr jetzt? Oh! Setz die Segel auf Neubeginn. Kommt nochmal. Oh, unser macht alles einen Sinn. Hey, hier gehör ich hin. Ich weiß, dass ich endlich angekommen bin. Hey, ich geh durch diese Tür. Hier ist mein Zuhaus, ich lebe dafür. Die Hoffnung gibt dir Zeichen, hör mal in dich hinein. Manchmal wartet das Leben hinter dem nächsten Stein. Für dieses eine Gefühl muss man alles riskieren. Um das Glück zu finden, muss man sein Herz verlieren. Und ihr zu Hause alle! Oh! Setz die Segel auf Neubeginn. Nochmal! Oh! Und da macht alles einen Sinn. Hey! Hier gehör ich hin. Ich weiß, dass ich endlich angekommen bin. Hey, ich geh durch diese Tür. Hier ist mein Zuhause. Ich leb dafür. Zuhause ist, wenn man geborgen ist. Zuhause ist Zuversicht. Zu Hause ist im schwersten Sturm dein Licht. Freunde, danke, dass ihr alle mit dabei seid. Und jetzt kommt zu Hause, auch wenn euch keiner sieht. Aber wir wollen zusammen. Hey, hier gehöre ich hin. Ich weiß, dass ich endlich angekommen bin. Oh, hey, ich geh durch diese Tür, einfach weil hier mein Zuhause ist. Ich bleib für immer hier. Hey, hier gehör ich hin. Ich weiß, dass ich endlich angekommen bin. Oh, hey, ich geh durch diese Tür.
hier ist mein Zuhaus. Ich leb dafür. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ihr könnt es ja, glaube ich, auch auf YouTube nochmal nachgucken. Vielen Dank an Schlager für alle, dass ich dabei sein durfte bei dem Zuhause-Konzert. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen hier gehakt hat, weil ich einfach sozusagen die ganzen Fragen nicht wirklich sehe. Ich sehe zwar euch, wer hier alles zuschaut. Viele Grüße übrigens auch nach Österreich, in die Schweiz, Deutschland, Luxemburg. Keine Ahnung, wer noch alles mitguckt, vielleicht ja auch weltweit. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen ganz, ganz viel Gesundheit und dass wir uns bald wieder auf den Bühnen dieser Welt sehen. Ich vermisse euch ganz, ganz doll, so wie ihr uns Künstler auch vermisst. Also es geht nicht ohne den anderen. Ihr könnt nicht ohne uns und wir nicht ohne euch. Also, es war mir eine Freude. Oh, ja, dreiviertel Stunde. Ich überziehe schon wieder, aber was heißt schon wieder? Zum ersten Mal. Das ist mein erstes Facebook-Live-Video. Und ich finde, dafür war es echt schön. Also, Freunde, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Ostermontag. Und ja, wir sehen uns bis bald. Ich drücke euch alle. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ich schalte jetzt ab. Achtung. Nee, warte mal. Ganz kurz mal. Ich mache jetzt doch noch hier. Wenn schon, denn schon. Wir sind ja jetzt alle nicht mehr. Oh, der Bluetooth. Aber pass auf. Eigentlich wollte ich vorhin das machen. Kennt ihr das? So auf den Rummel? Oh, Freunde, eigentlich soll ich dabei sein. Kommt so lang, kommt so. Wieder auf, super. So, jetzt habe ich das doch nochmal gemacht. Also, Freunde, macht's gut. Ein bisschen Spaß muss sein. Auf Wiedersehen. Aus. Schluss. Vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss.